Trauer um Königin Elisabeth II. Viele Menschen legten vor Windsor Castle Blumen nieder. Tausende Trauernde strömten zum Buckingham Palast in London. Die britische Monarchin war gestern im Alter von 96 Jahren gestorben. Die Queen hatte erst vor kurzem ihr 70. Thronjubiläum gefeiert. Ihre Regentschaft war damit eine der längsten der Geschichte. Ihr Nachfolger ist ihr ältester Sohn, Prinz Charles. Weltweite Anteilnahme am Tod der Queen. Bundespräsident Steinmeier würdigte Elisabeth II. als eine Frau, die ein Jahrhundert geprägt habe. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bezeichnete sie als Stabilitätsanker nach dem Zweiten Weltkrieg und in Zeiten des Brexit. US-Präsident Biden trug sich in der britischen Botschaft in Washington in ein Kondolenzbuch ein. Die Queen habe die Menschen auf der ganzen Welt miteinander verbunden, so Biden.